Und jetzt kommen wir zu einer Session, auf die ich mich schon den ganzen Tag freue, denn es geht um eine Serie, die wirklich fantastisch gut ist und die ich nur jedem ans Herz legen kann. Es geht um Mapa of Join und wir gucken uns jetzt direkt mal den Trailer an. Sieht ein bisschen aus wie deine Mutter. Halt's Maul. Emma, die ist tot. Emma Fuchs, wer war sie? Was wollte sie? Leute, das ist hier keine One-Man-Show. Wir trauern hier gemeinsam, also bitte. Ganz genau. Guck doch mal, wie es hier aussieht. Nun, lass uns dir doch helfen, Junge. Ja, deine Mutter dreht. Nein, hat sie nicht. Immer greift er mich an. Hey, was passiert einem denn so als Witwer? Warte, wir brauchen eine Klobürste. Kannst du vielleicht eine Treppe nehmen? Kannst Lene nicht immer nur gefrorene Würstchen geben? Du traust dem Fieberthermometer mehr als deiner Mutter? Jetzt auch zu spät. Na, ist ja auch kein Wunder, dass du hier nichts findest. Scheiße! Ich war auch allein! Was keiner mit dir aufgreifen hat! Du siehst aus, als bräuchtest du Hilfe. Ja, brauche ich. Außerdem ist mein Kinderwagen kaputt. Ich hab gedacht, ich hab sie abgehängt. Wird's besser? Aber sie holt mich immer wieder ein. Muss es irgendwie hinnehmen und weitermachen. Ich will ein Meer zwischen mir und meiner Vergangenheit. Mütter können nichts, was ich nicht auch kann. Das hat sie gemalt. Das ist echt hässlich. Ich will ein Ozean. Wir kriegen das schon hin. Ich will ein Ozean. Oh, mir geht's so schlecht. Mein Kind, niemand hilft mir. Will das wirklich jemand sehen? Und bei mir sind Laura Bull, die Produzentin, und Max Mauff, der Hauptdarsteller. Schön, dass ihr da seid. Hallo, freut mich. Ich habe es eben schon gesagt, das ist echt einfach so eine tolle Serie, die sich auch direkt so anders anfühlt, wenn man sie guckt. Laura, ist das eine Serie, die du vor 5 Jahren, als es noch nicht die ganzen Streaming-Anbieter, geschweige denn Join, noch gar nicht gab, auch ans ZDF zum Beispiel hättest verkaufen können? Ist immer die erste, also die Frage wird mir ganz oft gestellt. Und ich sage tatsächlich nein, ich glaube nicht. Also, und da war der Vorreiter ganz, ganz klar Netflix mit Formaten wie Love, Master of None, also wirklich diese Serien, die uns damals so inspiriert haben, oder Alex Lind vor allen Dingen, das auch zu schreiben. Tatsächlich war es so, dass der RBB relativ früh das allerdings auch kannte, ist ja auch ein wichtiger Partner jetzt gerade, Free-TV-Partner. Mit denen hatten wir schon Gespräche, also auch früher eigentlich noch als mit Streaming-Plattformen darüber. Aber die Streaming-Plattformen haben es auf jeden Fall eröffnet, dass auch der RBB, sag ich mal, gesagt hat, okay, mit jemandem an Bord machen wir das zusammen. So. Braucht man den RBB an Bord oder hättet ihr das eigentlich auch direkt nur mit Join machen können? Also ehrlich gesagt war es ein bisschen Zusammenspiel von uns, die gesagt haben, wir hätten gerne einen anderen Free-TV-Partner als aus der Join-Gruppe natürlich und aber auch Join, die, was ich ganz toll finde für den Markt und was natürlich auch einfach sehr viel erzählt darüber, wie sich der Markt auch gerade öffnet und wie auch deutsche Streamer und aber eben auch öffentlich-rechtliche zusammenarbeiten, indem eben Join natürlich eigentlich als ProSiebenSat.1-Gruppe sagt, wir verstehen uns als Streaming-Plattform und das heißt auch, wir können Co-Produktionen mit Öffentlich-Rechtlichen eingehen. Und das war ja einfach sensationell. Also das war jetzt auch nicht, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das eine sehr schwermütige Arbeit dahingehend ist, aber es ist ja recht neu und innovativ. Und ja, ich finde, es zeigt, dass einfach sehr viel möglich ist. Das heißt, die Serie wird auch irgendwann im RBB zu sehen sein? Genau. Also den genauen Zeitraum weiß ich gar nicht, aber ungefähr ein Jahr. Max, hattest du beim Lesen der Drehbücher auch direkt das Gefühl, das ist irgendwie eine andere Serie, die fühlt sich anders an als das, was man bisher so kennt? Ja, ganz, ganz klar. Also ich hatte auch ein ganz anderes Gefühl beim Lesen als sonst oft beim Lesen. Ne? Es war sehr gefühlvoll und sehr,
sehr speziell geschrieben. Und das ist ja dann für mich auch irgendwie der Moment, wo ich die Serie das erste Mal dann sehe. Das wird dann nie wieder so schön wie in dem Moment, wenn man es mal liest. Und es war tatsächlich genau so schön, wie ich hoffe, dass die Serie geworden ist. Das erzählt mal so ein bisschen von den Dreharbeiten. Ist das Team ganz klassisch so ein großes Team? Es sieht ja wie eine High-End-Production aus oder sieht das nur so aus und ihr habt eigentlich in einem ganz kleinen Team gedreht? Du lachst schon, Laura. Nee, es war jetzt keine studentische Größe tatsächlich. War auch für uns toll, weil wir waren gut aufgestellt, wie immer an allen Ecken und an allen Departments hätte es irgendwie eine Person mehr brauchen können. Aber ich glaube, das sagt jeder. Das ist wahrscheinlich auch bei einer High-End-Produktion, dass das alle am Ende sagen. Ich finde, für das, was wir da gemacht haben, waren wir sehr gut aufgestellt, dass es aussieht wie Kino und High-End ist einfach dem Tobias Koppel, dem Kameramann, zu verdanken, weil der einfach immer in der Lage ist, alles aussehen zu lassen wie Kino. Und ich glaube, das hat eben auch Mappa ausgemacht. Also dieses kleine, du sagst das ja auch immer, recht junge Team, die mit dem, was da war, einfach echt das rausgepresst haben, was wir so haben wollten. Und ich finde, das ist für so ein Projekt auch ganz schön. Ich frage mich auch manchmal tatsächlich auch aus produzentischer Sicht, ob es so geworden wäre, hätte man einfach so ein dickes Budget gehabt. Ja? Hätte man sich gar nicht überlegen müssen, Moment, was können wir eigentlich machen? Wir wollen, dass das so ist, aber wir haben nur das. Und ich glaube, dass aber genau dieser Ansatz eben sowas hervorbringt. Ich habe gelesen, das Team bestand zu 50% aus Frauen. Stimmt das? Und wenn ja, war das Zufall? Na ja und nein. Natürlich. ja, doch, es waren 50%. Wie immer, leider, sind ja oft die 50% verteilen sich dann doch immer noch mehr auf die Produktion als aufs Kreative. Ich halte nicht die Fahne hoch, dass jetzt irgendwie nur noch Frauen zusammenarbeiten müssen, aber wir achten auf jeden Fall drauf. Und uns war es auch immer wichtig, weil wir auch immer gesagt haben, es ist natürlich eine Serie, die einen alleinerziehenden Mann in einer sehr schwierigen Situation erzählt. Aber uns war es auch immer ein Anliegen, und das ist nach wie vor so, das ist eine Serie, die gilt Müttern. Weil Fakt ist, die Alleinerziehenden sind immer noch Mütter und nicht Väter. Und das muss da mitschwingen und das war uns immer wichtig. Und auch Lia oder auch Emma, die ja stirbt, seine Freundin, ist ja aber auch sehr präsent. Und wir hatten auch oft das Gefühl, wir hatten auch weibliche Autorinnen natürlich, das war wichtig. Also auch wenn du einen Mann erzählst, es war ganz, ganz wichtig, immer wieder dieses Frau sein, was bedeutet das eigentlich? Es ist für einen Mann immer noch anders, ja, mit einem Kind alleine zu sein als mit einer Frau und viel selbstverständlicher. Wir haben drauf geachtet, aber für mich ist das irgendwie normal, tatsächlich, merke ich. Ja, aber es ist so ein. Für dich ist das normal, aber ich glaube, in der Branche ist das noch gar nicht so normal. Max, hat das die Atmosphäre am Set irgendwie verändert? War die besonders? Also ich muss sagen, es war ein ganz, ganz besonderes Team, was da grundsätzlich zusammengestellt wurde von euch. Und es war auch dem geschuldet, dass es tatsächlich so einen diversen Anteil hatte an Frauen und Männern durch den Cast hinweg. Also es war ja auch so, der Cast ist auch nicht nur 70% Männer, 30 Frauen oder so, sondern es ist auch da komplett 50-50, vielleicht sogar ein paar mehr weibliche Sprechrollen, um halt auch diese männliche Hauptrolle vielleicht ein bisschen auszugleichen. Und ja, es macht auf jeden Fall durchaus einen Unterschied. Und ich möchte nicht in Teams arbeiten, auch als Mann, auch mit den Themen, wo es quasi nur eine Perspektive oder Sicht auf die Dinge geht. Und da war es ja für uns schon so, dass wir im Kreativteam mit Alex und Jano, unserem Regisseur, Jano Ben-Schabane, dass wir da natürlich schon drei Männer waren, die dann auch nochmal so kreativ drauf geguckt haben und an den Büchern viel waren. Und das ist immer auch, und das muss ich hinzusagen, es ist immer auch ein bisschen komisches Gefühl, weil man, also es geht schon darum, weibliche Perspektive mitzudenken. Und da sind wir angewiesen auf Team und auf andere kreative Energien, die einfach grundsätzlich immer dazwischen gehen und auch diese Vermittlung zwischen irgendwie weiblichen und männlichen Perspektiven auf die Dinge irgendwie geben. Und das macht einen Unterschied für mich. Das ist ja auch eine ungewöhnliche Perspektive, die ihr da erzählt. Ich kann mir vorstellen, dass es Rollen gibt, die spielt man ohne groß vorbereitet zu sein. Ich kenne ja auch ein paar Schauspielerinnen und Schauspieler. Da gibt es dann manche Drehs, wo die abends den Text lernen und morgens hingehen und das machen. Wie war das bei der Rolle? Musstest du dich viel darauf vorbereiten, da reindenken, mit Leuten sprechen, die solche Erfahrungen gemacht haben, wie Metin in der Serie?
Ja, also das hat auf jeden Fall, wir hatten die Zeit, die wir in der Vorbereitung noch hatten. Es war ungefähr so, nachdem ich wusste, wir drehen es, das war, hatten wir einen Monat Zeit bis zum ersten Drehtag, war dann schon komplett diesem Projekt gewidmet. Und ich arbeite ganz unterschiedlich. Zum einen macht man so, also man sucht eigentlich alles, was man in Recherche machen kann, versuch ich zu machen. Oft fehlt es entweder dann an komplexen Figuren oder es fehlt an tatsächlich Möglichkeiten, in die Recherche zu gehen. Und Bücher lesen, würde ich jetzt sagen, ist keine Recherche. Das ist tatsächlich ein Teil, part of the job. Und was ich dann mache, ist ganz unterschiedlich. In dem Fall habe ich tatsächlich Leute getroffen, viel geredet. Es ging viel darum, auch eine Beziehung zu dem kleinen Kind aufzubauen. Dann zu meiner Spielpartnerin, zu Lia von Blara, die ganz wundervoll war und wir auch wollten, dass wir eine realistische und nicht eine idealisierte Beziehung da darstellen. Also haben wir versucht, realistische Sachen zusammen zu machen und spazieren zu gehen und zu treffen und genauso, aber Sachen ausprobieren mit dem Schwangerschaftsbauch und so Wirkungen. Und ich ziehe mich dann immer wahnsinnig viel zurück. Wie ausprobieren mit dem Schwangerschaftsbauch? Wir haben uns einen ausgeliehen von der Requisite einmal und sind damit wandern gegangen. einfach so ein bisschen zu gucken. Und es war für Lia die Möglichkeit, auch nochmal so ein bisschen als schwangere Frau wahrgenommen zu werden. Und so Sachen sich auszudenken und sich so reinzufuchsen. Wir hatten einen Schauspielcoach, Jens Roth, für ein paar Tage, der ganz toll war für uns. Und ich ziehe mich dann viel zurück und höre einfach vor allem Musik und genau, bereite mich längerfristig auf die Drehtage vor. Bei Hauptrolle ist dann immer so, ich versuche dann so, mich 3 Tage vor dem Drehtag vorzubereiten und dann mich immer so zu versetzen, dass ich mich quasi immer weiter vorbereite und dann irgendwie hinterherkomme. Es ist nicht immer ganz einfach, da Schritt zu halten. Beim Gucken der Serie hatte ich das Gefühl, und vielleicht liege ich da komplett falsch, weil es auch eine ganz andere Serie ist als Fleabag, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass es irgendwie findet in dem Kosmos statt oder ist davon inspiriert. Liege ich da völlig daneben? Nein, Luis, liegst du nicht. Nein, natürlich nicht. Du liegst genau richtig. Das war unsere gemeinsame Nenner, würde ich sagen. Ja. Okay. Das heißt, das sind so Vorbilder, auf die man dann guckt. Ja, also tatsächlich, also ganz klares Vorbild, also von uns allen dreien, also Alex, Jano und mir, vor allen Dingen gar nicht, was die Humorfarbe angeht oder was man sich trauen kann im Humor und dass es wirklich auch in so eine Groteske gehen kann, die wir ja immer so als Mädchenvision betitelt haben, die ja auch völlig, also was machen die da? Aber es wird auch irgendwie nicht in Frage gestellt. Und das hat Fleabag gezeigt. Und gleichzeitig, und das, deshalb ist das das perfekte Beispiel oder Vorbild oder Inspiration, weil Fleabag natürlich auch unfassbar traurig ist. Und zwar unfassbar traurig. Ich finde, ne, also es ist auch die Themen Tod, die Schuldfrage irgendwie, ja, die man sich mit rumträgt. Also all das, was er einem auch des Lebens, wirst du nie wieder los. So. Und deshalb war das auch immer, na klar, ein ganz großer Einfluss, weil beides zusammen da so gut funktioniert. Eure Serie ist ja eben, wie du sagst, manchmal tief traurig. Ich konnte beim Sehen zumindest nicht anders, als dann loszuweinen. Aber dann lacht man im nächsten Moment auch total super lustig. Wie hat das beim Drehen funktioniert? Ich nehme mal an, ihr habt nicht chronologisch gedreht, sondern da gab es dann wahrscheinlich mal Szenen, die super intensiv traurig waren morgens und abends musstet ihr dann eher die Komik-Szenen machen. Wie funktioniert das? Wie findet man da den Ton? Es ist tatsächlich immer die Balance, die man irgendwie versucht zu gehen an so Drehtagen. Also ich bin dann immer wieder überrascht an so Drehtagen, dass dann sowas funktioniert überhaupt, dass man tatsächlich vor dem Mittagessen eine glückliche Beziehungsszene drehen kann und nach dem Mittagessen dann eine, wo man quasi seine Partnerin verloren hat und auf Toilette heimlich weint und dann noch eine, wo man was ganz anderes macht tatsächlich. Und das ist tatsächlich, liest sich dann immer sehr merkwürdig und macht mir auch manchmal im Vorhinein Angst, aber auf dem diese Stufen dann zu gehen in den Tagen, ich bin immer wieder überrascht, wie das hat was mit Rhythmus zu tun, den man als Schauspieler dann irgendwann kennt und irgendwie ist man vorbereitet und man kann sich reinfallen lassen, das ist dann irgendwie alles da, aber ich bin immer wieder überrascht, wie viel doch da ist und dass man überhaupt so Emotionen in so einem Wirrwarr dann doch irgendwie ausleben kann in so einem Set und dass man dafür dann noch irgendwie so tolle Leute um einen rum hat und dafür, also man muss ja sehr dankbar sein, dass man so einen verrückten Beruf machen kann. Ja. Und durch solche Emotionen gehen kann an einem Tag. Mit was für einem Gefühl wollt ihr die ZuschauerInnen zurücklassen, wenn man die Serie geguckt hat? Also, dass man, ich merke das mal bei mir selber, das Gefühl, also natürlich zum einen mehr über Mädchen erfahren zu wollen, aber auch wie es ist, weil das könnten wir uns ja erlauben, also vielleicht auch einfach weiter in den Zeiten zu springen und zu gucken, was wäre wenn, was könnte sein und zwar
also in einem recht freien zeitlichen Rahmen. Und ich glaube, was Schönes ist das Gefühl, was bleibt eigentlich für Mutter und Sohn auch. Also wie kann diese Beziehung sich weitertragen? Meinst du zukünftig eher? Und die Frage, also ein bisschen auch so, was so, wollen wir da lassen, ja, genau, oder was wollen wir entwickeln, ja, sozusagen, genau, zum Dalassen? Ja. Also ich denke da auch immer wieder drüber nach, und es ist tatsächlich, es ist so dieses Dalassen oder der Versuch für mich persönlich, und ich weiß gar nicht, ob da die anderen immer unbedingt mit mir da übereinkommen, also für mich war es so ein bisschen tatsächlich einmal so ein bisschen so ein Männerbild so zu dekonstruieren und den nicht zu so einer populären, heldenhaften Figur aufstehen zu lassen, die alles einfach hat, und da auf dieser Grund von dieser Dekonstruktion von diesem Mann eigentlich so ein bisschen dieses Experimentierfeld aufzumachen, ja, wie wollen wir denn jetzt eigentlich als Väter sein, wie viel Heldentum und wie oft machen wir denn auch die Fresse auf oder wie oft sind wir auch mal ruhig oder was auch immer, also tatsächlich darauf so ein bisschen diesen Versuch zu starten, was wird man denn jetzt für einen Mann, weil ganz klar in der Serie bei Mappa steht Metin ganz am Anfang, und ich fand es wichtig, dass er nie zu stark wird und auch nicht am Ende dieses Bild entsteht, dass er es schon ganz alleine schafft, sondern es ist eine Reise und die hat gerade erst angefangen. Genauso wie für mich. Laura, du hast eben schon diese fast Dada-esken Momente erwähnt. Vielleicht musst du das noch mal ein bisschen erklären für Leute, die Serie noch nicht gesehen haben, ohne jetzt zu viel zu spoilen. Also genau, das hatten wir von Anfang an eigentlich gesagt, dass wir versuchen, dieses todtraurige und gleichzeitig aber auch grotesk lustige Leben mit Metin wirklich total zu überhöhen, was auch wichtig ist für seine Figur einfach, um irgendwie auch mitzufühlen, wie verrückt das alles ist. Und wir haben zum Beispiel Momente, wir haben die wirklich immer Metin-Vision genannt, die regelmäßig auftauchen, also der Klassiker, du musst morgens zur Arbeit und bist zu spät und das Baby schreit und beruhigt sich einfach nicht und Meti nimmt dieses Baby und schmeißt es einfach aus dem Fenster. Also diesen Gedanken, den man hat, und Meti macht es einfach. Er hat es natürlich nicht gemacht, ganz wichtig, wir wurden darauf hingewiesen, es ist natürlich nicht passiert. Das machen Kinder offenbar oder Eltern mit ihren Kindern, in der Tat. Aber das war uns total wichtig, dass du sowas machen kannst. Also das ist jetzt ein klassisches Beispiel für, wann ist man als Elternteil eigentlich am Ende? Und natürlich reißen wir uns am Riemen, aber das ist der Gedanke, den man hat. Und wir erlauben Metin, das einmal auszuspielen. Oder er ist todkrank und spielen so mit dem Vertigo, mit diesem Vertigo-Effekt, um wirklich auch diesen schlaffen Mann und schlappen Mann, der jetzt nichts mehr machen kann, einfach am Ende seiner Kräfte zu zeigen. Es ist auch so eine Ebene, wo, glaube ich, so Zitate natürlich dann auch irgendwie so einen Platz finden. Also zum einen filmische Zitate, wie in dieses Prinzip, also wo dann doch es auch wieder Teamsport ist und oder auch Regiesport, oder wo sich dann diese Gewerke so treffen können und man kann sagen, okay, wir versuchen jetzt was wir irgendwo gesehen haben und machen es ähnlich. Das ist, davon lebt halt Film so stark. Und ich glaube, diese Momente sind so ein bisschen exemplarisch dafür, so tatsächlich so ein bisschen so kleine Experimentierfelder, wo man irgendwas rumprobieren kann. Und irgendwie wussten wir auch nie tatsächlich bis zum Ende, ne, ob die wirklich funktionieren im Schnitt oder nicht. Also wir haben die immer mitgedreht und oft, ne, am Set dachte man oft so, okay, mal gucken, wie das so wird. Aber es hat wirklich funktioniert und man stellt sich gar nicht die Frage eigentlich, was ist da jetzt los? Nee, aber ist, genau, beim Gucken sieht man es beim ersten Mal, man denkt so hüpp, aber irgendwie passt es dann total rein und man fühlt es total mit. Aber gerade bei solchen Momenten, wie sind denn da die Abnahmeschleifen mit so einem Streamer? Sitzen dann da, wie klassisch bei den Fernsehsendern auch, Redakteure und Redakteurinnen, die irgendwie sagen, das ist zu spitz, das können wir nicht machen, oder gibt es da nur Support? Also in dem Fall ist nicht gelogen, also ich hatte noch nie in meinem Leben so einen einfachen Abnahmeprozess, also und zwar von beiden Seiten. Und das war ja mal wirklich ganz spannend, ne? Also diese beiden, die da zusammengearbeitet haben, Join und RBB, Join als neuer, junger, innovativer Streamer, der ja auch irgendwie eher sagt, jetzt lassen wir die Kreativen mal machen, und RBB natürlich als eher gesetzter und auch dramaturgisch denkender und auch viel mehr dem Zuschauer natürlich angepasster Sender. Und das ist natürlich total konträr und wir wussten auch nicht, ne, sagt die eine jetzt, das ist super, und die anderen sagen, was zum Teufel ist das? Und beide, ehrlich gesagt, wie gesagt, es gab fast kaum Umschnitte und es wurde auch unglaublich viel geweint bei den Abnahmen. Und zwar richtig viel. Ja, das waren echt hochemotionale, schöne Abnahmen, und es hat das
hat richtig Spaß gemacht, mit den Redakteuren zu gucken, in der Tat. Bei einer klassischen Fernsehausstrahlung von einer Serie würde man sagen, am nächsten Tag kriegt man die Quoten und dann kann man schon mal absehen, ah, es lief ganz gut oder lief nicht so und vielleicht gibt es eine zweite Staffel oder nicht. Wie funktioniert das bei Join? Also ich habe noch keine genauen Zahlen. Ich kriege mit, dass sie jetzt, also dass niemand unzufrieden ist und ich finde ja auch, es gibt immer so zwei Seiten, ne? Also irgendwie Presse und wie es bei den Leuten besprochen wird und wie es ankommt, das ist natürlich auch so eine Währung, die eben auch gerade bei so einem neuen Player und einem neuen Streamingdienst auch einfach wichtig ist. Und ich glaube, es ist so ein Zusammenspiel am Ende aus, wie kam es an, wie hat die Presse darauf reagiert und wie sind die Zahlen. Und von dem, was ich weiß, ich habe keine genauen Zahlen, klingt es aber so, als wären alle ganz zufrieden. Also wir sind bereit, wenn Corona geht. Corona muss gehen. Corinna. Ihr seid bereit. Max, hättest du auch Lust, Metin weiter zu erzählen? Ja, unbedingt, sonst hätte ich nicht so low unten angesiedelt. Sonst hätte ich versucht, ihn irgendwie so Episode 5 doch noch irgendwie. Doch noch zum Helden zu machen. Doch noch zum Helden zu machen, ja. Ich wünsche mir und euch und den Zuschauerinnen auf jeden Fall eine zweite Staffel. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Danke schön. Und wir sehen uns in 10 Minuten wieder. Dann gibt es eine Pitch-Session. Das wird spannend. Bis gleich. Hallo, ich bin Thorsten S. Wiedemann, Festivaldirektor von Amaze Berlin, einem internationalen Arthouse Videogames Festival. Wir finden vom 22. bis 25. Juli total digital statt, das erste Mal total digital. Ich hoffe, wir sehen euch alle. Wir sind Medienboard gefördert und das wird ganz sicher eine mega Sause. Meine Lieblingskampagne, die ich hier vorstellen möchte, ist die Kampagne Hashtag We Are Your Summer. Es ist einfach eine harte Zeit für all die ganzen Leute, die sonst bei den Veranstaltungen mit uns arbeiten und für uns arbeiten. Und all diese Leute suchen eine Plattform. Und diese Plattform, Hashtag We Are Your Summer, ist genau die richtige, um Geschichten zu sammeln und das Netzwerk zu vergrößern, um solidarisch gemeinsam aufzutreten. Ich hoffe, ihr könnt mitmachen und wollt mitmachen. Also Hashtag We Are Your Summer ist das Ding für dieses Jahr. Bis dann. Habt eine gute Zeit und bleibt gesund. Tschüss.